starten. So, jetzt. Ja. Jetzt hätte ich fast die falsche Taste gedrückt. So, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Runde Guild Wars 2. Es ist nach Wochen wieder, natürlich mit Zero One Up, ihr hört ihn schon. Grunzen im Hintergrund. Hallo. Ja, heute sogar auch mal mit Facecam und ich habe mir überlegt. Hallo, hey! Ich kann allen winken. Ja, ich habe jetzt auch mal für das Let's Play meine Cam angeschaltet. Ich wurde ja mal gefragt vor ein paar Tagen, ob ich mal wieder Let's Plays mit Cam machen möchte. Ich habe total vergessen, dass ich überhaupt das jemals gemacht habe. So lange habe ich schon keine Cam mehr gehabt. Dann habe ich das in Dayland wieder gemacht und jetzt mache ich das öfters jetzt wieder. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Ich glaube, mein Stream hört dich gar nicht. Ich denke nur gerade so, warte, irgendwie ist das komisch, dass das Audio sich nicht bewegt. Hi, Cyrum, herzlich willkommen. Ja. Ich mach so lange deinen Chat an. Das ist eine Ja. gute Idee, ne? Ich habe den Chat ange nicht angemacht und bei dir hört man mich nicht. Ja, richtig. Ganz toll. Ja, genau, Zero heute so still. Nee, der ist nicht still. Sprache und Video, wo waren das? Nee, das war's nicht, ne? Warte, ich guck mal selber auf Discord. Jetzt muss ich, ich bin okay, ich kann es nicht öffnen. Nö. Ich habe es schon minimiert. Nein, nein. Warte, jetzt aber, jetzt kriege ich das hin. Irgendwo muss es sein. So, doch, Sprache und Video ist richtig. Eingabegerät, Ausgabegerät. Ach da, genau. So, wie sieht's aus? Sag mal was. Hallo. Ah, jetzt geht's. Sorry, es tut mir so leid. Hallo Stream, ich bin auch da. Ja, Ich ich. hab die genialsten Witze erzählt, weißt du? Alle meine Zuschauer haben gelacht auf YouTube, aber niemand hat's gehört. Tja, und alle, die das hören müssen, müssen jetzt natürlich bei Zero auf dem Kanal vorbeischauen. Ach, gleich Werbung gemacht, ist das schön. Ja, So. meine eigene Freundin verarscht, wenn sie ist drauf reingefallen. Tja, sonst ist es andersrum. Und wir haben natürlich Post. Post, Post. Ja, boah, ist ein paar kleine Dinge, Ich Ethersschlüssel und logge mich andere hier. Tipps und kurze Vier Wochen Anmerkungen ist. zum Offen. 4 Wochen ist es alt. Oh, es tut mir so leid, dass so lange nichts kam. Ja, sie hatte Urlaub, müsst ihr wissen, und wenn Regi Urlaub hat, dann hat sie Urlaub. Ja, Ich von habe sie daher. 3 Wochen lang nicht gesehen, obwohl wir im Stimmt, ich bin selben Haus abgehauen. sind. Nein, alles gut. Okay, du liest zuerst vor. Kann ich machen. Ein paar kleine Dinge. Hi, Zero und auch Reggie. Ihr wart so schnell unterwegs, dass ich euch nur hinterherwinken konnte. Die Aspekt-Arena war eine Aktivitäten-PvP-Arena. Und ja, genau deswegen haben wir es nicht gemacht, wegen PvP. Ein kleines Minuspünktchen für dich, Zero, weil du in Folge 33 zu früh gesagt hast, dass du tot bist, warst. Erst im Downstart. Achso. Ich lag halt unten und konnte reanimiert werden, will sie damit Ach sagen. Ich so, habe gesagt, ich bin tot. ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich am Boden liege und ich mich nicht bewegen kann, dann ist man als Spieler tot. Du kannst ja, das war das nicht, das ums Überleben kämpfen, wo du Ja. noch, ja, da bist du doch nicht tot. Ja, Aber nicht so aber halb. man sagt ja, solange man noch seine Seele hat, ist man am Leben. Hat die Figur eine Seele? Ich Wenn sag's es ja ihr nur. in. Ach Gott, egal. Ja, Okay. Hättest dich wieder aufrappeln können mit deinen 4 zur Verfügung stehenden Fähigkeiten. Ach so. Oh. Ja, das meine ich doch gerade. Du hast ja vier Fähigkeiten. Die werden sogar richtig groß angezeigt. Ja, Das habe ich aber gemacht. ich habe ja mal ein bisschen Solo gespielt mit meinem Schurken. Da lag ich auch öfters am Boden und was ich machen konnte, ist, ich konnte mich teleportieren und so ein Kram, aber ich konnte mich nicht wiederbeleben. Vielleicht kann der Nee, Magier aber sich nicht. wiederbeleben, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nein. Es ist der Kampf ums Überleben. Muss nur mal bei mir gucken. Ich weiß nicht, welche Folge, aber guck mal durch. Okay. Dann weißt du, wovon wir reden. Naja, ich hätte mich aufrappeln können mit deinen 4 zu 5. Okay, das kennen wir ja. So, Ätherschlüssel und andere Tipps. Hi, Zero und auch Reggie. Bezüglich des Ätherschlüssels, den du hast, verhält es sich so der
Zwielichtgarten ist eine Stufe 50er Verlies mit der Ätherklingenfahrt, ist aber ein Stufe 80 Weg. Es ist sehr schwer zu lesen ohne Komma. In diesem Verlies, der mit der lebendigen Welt Staffel 1 dem Verlies hinzugefügt wurde, dann nochmal zum Downstart angeschlagenen Zustand. In diesem Spiel stirbt man nicht sofort im Kampf, wenn die Lebenspunkte auf 0 fallen, sondern ja, das ist ja eine gängige Programmierungsdingenskirchens, was sie im Spiel immer einbauen. Ich meine, ich habe schon viele Shooter gespielt und in Shootern ist das schon allgegenwärtig, aber trotzdem, man liegt am Boden und sagt, ich bin tot. Ist halt so. Ausreden. Ja, Ausreden. Ja. Dragon mobbt mich hier die ganze Zeit. In zwei Nachrichten. Ja. Komm, in der dritten Nachricht steht es bestimmt auch nochmal. Hi, Zero und auch Reggie. Die Aufwinde sind für die Gleiterbeherrschung da gewesen, die man mit Gleiterbeherrschung Rang 2 verwenden kann. Und der Greif kann auch wieder an Höhe gewinnen, das weiß man aber auch nicht, wenn man den das erste Mal benutzt. Er hat eine Sturzflugtechnik, womit er Geschwindigkeit aufnimmt, wodurch man auch wieder Höhe gewinnen kann. Gruß Dragon. Ja, das Event ist vorbei. Aber fürs nächste Mal wissen wir Bescheid. Ja, das war ja, ne? Ach hier. Und noch was? Ja, das war's. Aber ich kann noch was sagen. Und zwar, Leute, ich habe endlich meine Cam umgepackt, dass wenn ich jetzt auf meinen zweiten Bildschirm starre und mit euch rede, dass ich auch da reingucke. Ich bin begeistert. Weil ich gucke nach links auf meinen zweiten Bildschirm und das Einzige, was ich da sehe, das bin ich. Also theoretisch rede ich mit mir selber jedes Mal, weil ich immer zu mir gucke. Ach ja, herrlich. Aber jetzt ist die Kamera da. Jetzt ist alles gut. So. Was das Schöne, wisst ihr, was ich schön finde? Dass ich immer die ganzen Gegenstände geschenkt bekomme. Oh, hatte ich Gegenstände eigentlich? Wahrscheinlich schon. Habe ich gesehen. Keine Ahnung. Okay, ich habe verschiedene Farben. Hm. Noch mehr Farben? Ja, ich habe extrem viele Farben. Weißt du, das ist einer. Schickt ihm Gegenstände und er sieht es nicht mal. So. Oh, zu Boden gegangenes Tier. Hi Reggie und auch Zero. In deiner Folge 23 ist dein Tiergefährte zu Boden gegangen. In diesem Fall solltest du immer den Tiergefährtenwechsel benutzen, damit sich das zu Boden gegangene Tier wieder regenerieren kann. Weil ein zu Boden gegangenes Tier weder angreifen noch dich beschützen kann. Und das mit den Reittieren hast du wahrscheinlich übersehen, da bei dir die Punkte Briefbote, Gleitschirmskin und auch Reittiere noch ausgegraut stehen. Da du ja deinen zweiten Char nicht hochboostest. Richtig, genau. Ich habe mich dagegen entschieden, den wirklich einfach nur hochzuboosten, weil mir würde was fehlen. Mir würde wirklich was fehlen. Also Reiten ist natürlich cool, ist absolut coole Sache, aber mir würde einfach irgendwie das Leveln fehlen. So dieses Entdecken einfach von diesem für mich neuen Spiel. Ja. Und natürlich danke für diverse Farben. Also Rot habe ich schon. Ich weiß nicht, wenn Zero noch kein richtiges Rot hat, dann kann er das gerne haben. Ja, ich habe schon extrem viele Farben. Dragon hat mir so viel geschenkt. Ich weiß gar nicht, wie ich mich ankleiden soll. Das ist schwer mit den ganzen Farben, die man hat. Ich probiere gerade ein bisschen rum. Aber irgendwie wird es noch schlimmer. Bist halt keine Frau, ne? Ach du Scheiße. So, noch ein paar Sachen. Oh ja. Ich liebe ja Farben, ne? So, hi Reggie und auch Zero. Einmal kurz die Bezeichnung, dass der Droide die zweite Klasse des Wildläufers ist, war ein wenig unzutreffend, da sowohl der Droide als auch der Seelenwandler Elite-Spezialisierungen für den Waldläufer sind, wodurch der Waldläufer neue Möglichkeiten bekommt, was tragbare Waffenfähigkeiten angeht. Und eine Ergänzung zu zähmbaren Tieren, die kann man auch in den Hauptstädten finden, wie zum Beispiel in Löwenstein im Wasser. Ein Panzerfisch. Und eine blaue Qualle. Cool. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Wie gesagt, natürlich auch wieder mal für Farben. Ich finde es toll. Truhe mit exotischer Ausrüstung. Hoch. Hast du bekommen? Ja, als Tagesbelohnung. Ach so. Ach du Scheiße. Truhe mit exotischen Ausrüstung des Wiedergängers, des Kriegers, des Diebes, des Waldläufers. Was bin ich denn eigentlich? Elementarmagier. Ja. Da Zero auch Farbe bekommen hat, verwende ich die jetzt einfach mal alle. Er kann ja eh nicht so viel damit anfangen wie ich. Wow, ich habe Schuhe bekommen.
Bist du 80. Ach, rot habe ich schon. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne mein Gold weiterhin verwenden, weil das meine einzige exklusive Farbe ist, die ich habe. Deswegen brauche ich eine Farbe, die mit Gold harmoniert, und da habe ich momentan nur dieses dunkle Grün. Wie wäre es mit Rot? Gold und Rot passt ziemlich gut zusammen. Habe ich dir gerade geschickt. Ich weiß ja nicht, ob das passt. Was heißt hier keine Frau? Guild Wars ist das erste Spiel, wo ich Männer stundenlang darüber reden gehört habe, ob jene Hose zu diesem Oberteil passt. Und Skyrim, ich muss sagen, ich kenne das tatsächlich auch von World of Warcraft mittlerweile. Weil da gibt es ja jetzt auch diesen Stylisten. Und da gibt es sehr viele Männer, die sich sehr wohl ziemlich viele Gedanken machen. Augenkrebs! Augenkrebs! Ja, du musst noch ein bisschen die Feinabstimmung machen, ne? So, jetzt gehen wir PvP spielen und dann stürzt sich jeder auf mich, weil ich leuchte wie so ein Stern. Ja, allerdings. Allerdings. Stein der mystischen Schmiede. Bringt diesen Stein zur mystischen Schmiede und lasst euch von Zomoros etwas Spezielles herstellen. Okay. Und hier wechseln habe ich hier unten gefunden. Oder ich benutze F4. Muss ich mal gucken, was mir dann am ehesten liegt. Wobei ja theoretisch, wenn ich die Tasten habe, müsste eigentlich auch mit dem Ding gehen. So, und ich bin gespannt, wie wir uns nach 4 Wochen anstellen. Wahrscheinlich wieder wie die ersten Menschen. Oha. Wir haben ein neues Symbol auf der Karte. Unerforschter Kartenabschnitt. Wie hier? Ja, wie im Norden. Wo wir hier eigentlich alles haben müssten. Ja, eben, hier haben wir doch alles. Wo meinst du denn im Norden? Na, auf der Minimap. Wenn du auf der Minimap guckst, habe ich im Norden da irgendwo einen unerforschten, ein Symbol mit unerforschter Kartenabschnitt. Ich würde euch gern sprechen. Okay, aber das kann, glaube ich, auch ein benachbartes Gebiet sein, oder? Ach nee. Da oben, ich sehe es gerade. Tatsache. Was ist denn das? Was soll denn das? Oh mein Gott. Das war neben irgendeiner Burg, ne? Da. Kann sein. Da müssen wir jetzt hin. Da, die Baumarktbindung. Ja, gehen wir da jetzt hin. Der Wegmarke an, wenn Weiler gehe ich. Ach so, stimmt, wir können ja porten. Ach, ja, lass uns zu Fuß dahin laufen und die 2 Folgen damit verbringen, dahin zu laufen. Eine sehr gute Idee. Ja, Regi spielt ja jetzt momentan wieder WoW, weil Addon und so, ne? Und da kann man das, glaube ich, nicht. Soweit ich weiß. Nein, da kann man nur auf Flugmounts reisen. Was natürlich, ich meine ganz ehrlich, so ist es natürlich viel praktischer, weil es dauert nicht mal halb so lange, weil es dauert so Schnips und man ist da. Finde ich cool. Warum ist mein Briefsymbol rot? Postfach ist voll, achso. Ja, du kannst immer leider nur 10 Sachen oder so speichern. So, alles gelöscht. Da bist du hin. Ja, ich leuchte. Also du müsstest mich eigentlich immer finden. Ja, ich habe jetzt ein etwas dunkleres Rot genommen. Ja, ich sehe schon. Ich meine, es passt schon zusammen, aber nicht zu meiner Hautfarbe. Nur weil ich schwarz bin. Oh. Ups. So war das eigentlich nicht geplant. Naja. So. Was gibt's jetzt hier so Feines, außer Bäumchen und so? Kupfererz, nehme ich mit. Wo hast du das jetzt schon wieder gefunden? Da. Ich will auch. Ach ja. Ja, ich habe jetzt auch erstmal. Oh, ach nee, nur die roten Tiere kannst du zähmen, ne? Richtig. Ja. Nur das Junge ist grün, wie gemein ist das denn? Ich habe jetzt auch gerade meinen Controller nicht angemacht, weil ich zu faul war, es halt alles zu aktivieren. Mach ich beim nächsten Mal wieder. Ja, muss ich mich jetzt erstmal wieder an den Controller gewöhnen und alles, das wollte ich dann doch den Zuschauern ersparen. Ich muss mich wieder an deine Schnelligkeit gewöhnen. Ich sammle nur den ganzen Loot ein. Ja. Ist das Feature neu, dass man jetzt sehen kann, dass man auf der Karte etwas nicht entdeckt hat? Finde ich crazy. Nein, das ist nicht neu. Nein? Nein. Ja, ich hab's aufgebaut, du Lappen. Kannst mir nix. Zack! Hast du das gesehen? Da kam der Phönix! Und ist gestorben dabei. Toll.
Jedes Mal, wenn ich einen Gegner töte, töte ich auch einen Phönix. Ist das nicht nett? Super. Wir sollten vielleicht aber in unser Levelgebiet gehen. Ja, ist ja gut. Auch. Nee? Ich meine, jetzt haben wir hier alles erforscht. Weißt du, wieso wird mir da ein Portal angezeigt? Na, weil das eines der nächsten Gebiete ist. Achso. Dann lass uns in unser Gebiet zurück. Ja, sollen wir noch überlegen, wo da? Der Bergsuhlensumpf. Das ist aber das alte Gebiet. Achso, nee, Skridburg, Hügelstadt waren wir zuletzt. Ich glaube schon, ne? Na, guck mal, ich habe da sogar, du hast da sogar eine Wegmarke gemacht. Wieso ich? Du? Wegmarke Delaris steht da. Ich habe hier eine Wegmarke Zero Enno. Okay. Ach, da hinten ist die. Stimmt. Und deine ist auf der Brücke. Aber stimmt. Dann würde ich sagen Wegmarke Brot Boru. Ich bin Brisbane Wildnis. Ja, das ist richtig. Und direkt südlich von meiner persönlichen Wegmarke. Ja, ja. Da ist dieser... Ach, die Gegend heißt so. Nicht der Teleport, oder? Nee, der Teleport heißt so. Ah, Rotbuch, okay. Ja, dann lass uns erstmal rechts das Herzchen machen bei diesem komischen Baum und dann gehen wir zur Brücke hoch. Das hätte jeden von uns treffen können. Oder schlimmer noch, mich. Ach ja, und schon sind wir wieder drin mitten in der Guild Wars Schlacht. So, habe ich hier meinen Boost? Stimmt, ich habe andere Fähigkeiten, weil ich jetzt diesen schwulen Zauberstab habe. Stimmt. Da war's. Ich kann nicht mehr laufen. Ich bin ein Krüppel. Da ist ein komischer Adler. Der ist weggeflogen, okay. Wo bist du denn schon wieder hin? Ich bin schon beim Herz. Hier kannst du mal auf mich warten, hallo? Ich habe einen Vogel gesehen. Wollte ihn angucken, bin jetzt tot gleich. Ja, geschieht dir recht. So. Die können mir nichts. Ich bin ein Magier. Die zapp ich weg. Ich bin ein Sith. Oh je, oh je. Ach man, da war gerade ein Adler. No. Und zu dem gerannt. Oh, so. Spinneneiersack. Ich entdecke ständig neue Sachen. Oh, da kam eine Spinne raus. Wer hätte es gedacht? Das war eine Überraschung für mich. Ich hätte nicht damit gerechnet. Nee, ne? Ich auch nicht. So. Was ist jetzt also, wenn du mal Spinnen töten willst, nimm einfach die Eier weg. So, was haben wir denn hier? Testet Hallo. Die Pigment-Transformation für Etrix an roten Hülek. Sammelt Schleimproben für Trauma, bezwingt alle Ingenieurspione, okay? Müssen wir dafür hier rein, oder? Anscheinend, oder? Ja. Oder beginnt die Quest erst hier hinten? Guck mal, da ist ein Frosch auf dem Baum. Pigmenttransformatoren. Ich greife mal den Frosch auf den Baum an. Ich glaube, der steckt da fest. Ich rette ihn, Freunde, ich rette ihn. Zero hilft Leuten in Not. Oh, der ist aber schon tot. Und wegen retten, töten. Ja, wir müssen ins Wasser. Hier ist der ganze Kram. Ja. Yep. Okay. Nimm das. Aha. Okay. Ich schwimme voll komisch. Guck mal, ich schwimme. Ich halte irgendwie eine Hand nach vorne und freue mich einen Keks. Das ist irgendwie seltsam. Tja. Warum nicht? Ach, guck mal, was ist das? Ich hab's gerade aktiviert. Aktivieren. Ah, jetzt schwimme ich wieder normal. Ah, das ist meine Angriffspose. Damit die Gegner erstmal anfangen zu lachen und dann sterben sie. Oh, vom Lachen. Ja, genau. Totgelacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee? Achso, ich bin im Wasser.
Oh, der gehört ja gar nicht mehr zur Quest, toll. Bin zu weit. Ich bin zu weit. Aber, ja gut, Quest ja, aber ich meine, wir müssen die eigentlich nicht töten, oder? Wieso doch? Wir sollen ja eigentlich was an denen testen. Ach nee, doch, ist richtig. Komisch. Ich habe getötet und dafür was bekommen. Also ich nehme an, ja, wir müssen sie töten. Ich muss sagen, meine Fähigkeiten unter Wasser sind wesentlich stärker als über Wasser. Ja, meine ehrlich gesagt auch. Ich bin da sehr gerade sehr erstaunt. Seltsam. Ich kann was sammeln. Ich würde am liebsten die ganze Zeit so eine Wasserkugel um mich rumschleppen. Damit ich immer die Wasserfähigkeiten machen kann. Das wäre cool. Ach so. Tja, wenn das gehen würde. Da kann ich ja nichts machen. Weißt du, guck mal, diese Aktivierung, die zählt auch zu der Quest. Mhm. Über Wasser dauert es ewig, mit Strom jemanden zu töten, aber unter Wasser geht das richtig schnell. Gut, ist eigentlich logisch, weil Wasser leitet, aber bei so einer Wassermenge müsste ich eigentlich weniger Schaden machen. Warum? Naja, also Wasser ist ja im Grunde genommen einfach nur wie unser Körper ein Widerstand. Hm. Je mehr Masse, umso höher ist der Widerstand. Wir sind übrigens schon wieder zu weit. Dreck. Das heißt, wenn du einen angeschalteten Toaster ins Meer wirfst, was natürlich eigentlich unmöglich ist, dann passiert einfach gar nichts. Sicher? Ja. Aber in der Badewanne, sicher? Dann kriegst du einen Schock. Vielleicht bekommt er das Meer einen Schock. Naja, minimal. Unspürbar. Weißt du's? Ja. Versucht Zero gerade ein Fantasy-Game mit Realismus zu erklären? Ja, er versucht es. Ich hab's nicht nur versucht, ich hab's gemacht. Ja. Ja, für Zero muss immer alles ganz logisch sein und alles, was unlogisch ist, ist blöd. Ja. Schwarzlöwentruhe. Endlich habe ich auch mal sowas. Oh, ich weiß, das ist nicht süß. Ja. Kann ich die schon öffnen? Hab ich. Keine Ahnung, kommt drauf an, ob du einen Schlüssel hast. Nö, ich habe keinen Schlüssel. Aber ich kann einen kaufen. Cool. Kann ich die kaufen? Habe ich so viel Geld? Oder nein, ich stelle mich jetzt zu PayPal weiter. War ja klar. Oh Mann. Ja, na, das ist klar. Das ist der Shop. Hast du einen Schlüssel? Na, einen Schlüssel halt für die Schwarzlöwentruhe. Kannst du mir ja geben. Ich glaube, ich habe dir auch einmal eingegeben, ich oder? Ich habe keinen mehr. Nein, ich habe dir eingegeben. Achso. Ja, gut. Fair genug. Ich glaube auch. Genau, ich habe jetzt im Kopf abgespeichert. Zero schmeißt hobbymäßig Toaster ins Meer. Ja, genau. Ja, nicht nur Toaster. Ich habe schon mal einen Doppelgänger von mir ins Meer geworfen und ein Schwert. Mhm. Gibt's alles im Best-of von mir zu sehen. Ja, ja, und wisst ihr was Schönes? Dass all die Sachen, die wir hier so klären, ja. Ich habe jetzt ein Stream-Deck. Und da habe ich mal eine Taste gemacht, womit ich ganz easy Twitch-Clips erstellen kann. Das heißt, im Nachhinein habt ihr diese ganzen lustigen Szenen auch noch zu sehen. Also immer, wenn ich dran denke, natürlich. Ach, herrlich. So, haben wir es jetzt fast geschafft? Ja, ich habe das Gefühl, gibt es einfach so wenig zu tun, dass das ewig dauert. Ja, also ich bin jetzt schon fast zum Dreiviertel voll. Ja, ich auch. Schleimpfütze. Ah, okay. Spaß. Hier kann man auch Schleimpfütze kaputt machen. Alter, was ist denn das für ein Typ? Der Schleim geht voll ab. Nimm meinen Schleim ins Gesicht. Ich meine, ich bewerfe den Typen mit Schlamm. Ich bewerfe einen Schlamm mit einem Schlamm. Das ist wirklich intelligent. Oh,
Oh, ich habe Schuhe bekommen und ein starkes Lehrlingsband. Okay. Ich will den Scheiß nicht haben. Hier, komm. Den kannst du haben. Wieso krieg ich sowas immer nicht? Ich Schleimbein. Ja. Bringst voll gegen die Schleime. Ja. Bestimmt. Du weißt, Plus und Plus ergibt Minus. Yay, Quest abgeschlossen. Nice. So, was hatte ich hier gerade gesehen? Nein, das wollte ich nicht. Achso, das war nur so. Seltsames Wetter. Yeah. Das sollten wir uns ansehen. Bleibt in der Nähe. Das ist voll gut, dieser Schleimballen. So, guck ich mal. Was habe ich da bekommen? Lehrlings irgendwas? Da. Schuhe für eure Klasse nicht verwendbar. Cool. Ja, super. Und so, plus 4 Präzision. Na ja, gut, das brauche ich nicht. Oh. Na ja, gut, okay. Also, die Brust ist schwächer. Metallschrott. Wiederverwertbarer Gegenstand. Okay. Mit anderen Worten, wenn es ein wiederverwertbarer Gegenstand ist, müsste ich ja theoretisch... Ja. Oh, ich habe hier einen Beutel mit Erfahrung. Und ich habe 254 Festmarken. Können wir mal gucken, was wir damit noch anfangen können. Ja, gute Frage. Ja, ich meine, wir können noch Löwenstein und die da ausgeben. Da ist ja so ein Händler. Ich weiß gar nicht, wo hast du denn die Festmarken gesehen? Wir sind im Inventar. Als Item. Du wirst angegriffen. Du hast immer noch so einen Schleim in der Hand. Ja, ich werde den nicht los. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Hier auf den Pfeil klicken, damit du ihn loslässt. Ach so. Oder einfach den Schleim abwerfen. Also ich finde Schleim abwerfen lustiger. Google. Ey, der fliegt voll weit. Doch keinen Schaden. Oh, Schleimbezwänger. Weil die heißen wirklich Schleim. Das ist ja ebenfalls reich. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? So, wollen wir weiter? Warte mal. Wo hast du denn die Festmarken? Ach, da. Ich habe 190. Oh. So, ich muss mal ganz kurz den Druck von meinem Kopf abbauen. Warum? Kopfhörer sind momentan noch so fest, die müssen sich erstmal auf den Kopf einstellen. Weg vom Wasser! Und dadurch, dass sie so eng anliegen, kriege ich Kopfschmerzen. Woher kam der Angriff? Ja. Ja, der muss erstmal die Größe meines Kopfes speichern. Ja, mal gucken, da vergrault mir auch schon. Einst war ich Waldläuferin, doch nun bin ich professionelle Schleimwerferin. Yeah! Xyrim hat's erfasst. Ha, Loot. Oh. Loot. Erstmal ein bisschen Druck abbauen, oh Gott. Ja. Ich habe Zwiebeln gefunden. Yay! So, bezwinge die Inquestur, die bei Mrodburu Ärger verursacht. Mach die Inquisiteur-Ausrüstung in der Invariante Basis unwirksam. Ach, diese ganzen Namen, ey, wer denkt sich sowas denn aus? Tja, Schatzi, das ist halt nix für, ne? Analphabeten. Muss man ein bisschen. Ja, genau. Muss man halt ein bisschen lesen. Ich lese immer viel zu schnell, das ist mein Problem. Ja, allerdings. Versuche langsam zu lesen, weil dann kannst du es auch besser betonen. Nur so ein Tipp. Ja, ich weiß, aber. Ich bin immer so ein hastiger Typ. Ja, ich merke schon, deswegen rennst du doch immer vor. Ja, ich bin immer eilig. Auch im echten Leben. Ich immer nur am Laufen. Lieber ganz schnell. Ja, wenn du an meiner Hand bist, weil du dann wie so ein Anker bist. Boah. Wenn ich Zero töten könnte, Leute, ich würde es tun. Also im Spiel. Warum? Sonst natürlich nicht. Aber im Spiel du, schon. Du verlangsamst mich halt, ist jetzt ja auch nicht so wild. Doch. Holz. Verzieh dich von meinem Holz, Kleiner. Was Holz? Kriegst mein Phönix ins Gesicht. Die Phönix ist nur für dich gestorben, damit du sterben kannst. Ja, toll. Da, Fischadler. Da ist ein Fischadler. Komm her, Schatz. Ich weiß nicht, ich bin hier hinten noch und töte Roboter. Warum? Der fliegt gleich weg. Willst du ihn nicht sehen? Doch. Warte, jetzt ist er tot. Zu spät.
Mann! Ich hab's dir gesagt. So ein Scheiß. Ich hätte noch das Discord-Ding ausstellen sollen. Verdammt. Es tut mir leid, Discord melden würde vielleicht ein, zwei Mal. Link und sicher. Oh, bei Feuer habe ich jetzt meinen Speedboost. Ja! Schön. Die haben alle voll die coolen Skins. Ich will auch so coole Skins haben. Musst du kaufen? Nee. Was machen wir? Gehört das alles noch zur Quest? Nein. Warum tun wir es dann? Nur wegen diesem komischen Adler. Jetzt bin ich auch noch verkrüppelt. Danke. Tja. Link und sicher. Zero der Krüppel. Zero der Krüppel. Hihihi. Das ist cool, mein Speedboost hat jetzt auch gibt mir jetzt ein Schild und ich kann es noch ein zweites Mal aktivieren, dann explodiert das Schild. Das ist cool. Schön daneben geschossen. Scheiß. Der mächtige Magier, er ist zurück. Er hat endlich wieder gute Fähigkeiten gefunden. Uha. So, sind wir eigentlich irgendwie mal fertig bald? Ja, wir haben jetzt sehr lange bei den Pflanzen verbracht. Wir haben die Quest gar nicht angefangen. Na doch, eigentlich schon. Also angefangen schon, nur nicht so weit zu Ende gemacht. Ich glaube, dass der im Wasser nicht dazu gehört, aber egal, ich denke trotzdem. Aber den hatte ich auch schon anvisiert. Ist hier noch irgendwas? Ja, hier ist noch sein. Ach. Hallo. Zeug. Irgendwie ein fliegendes Objekt, was du trittst, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Ups. Warum schieße ich dir andauernd ab aus Versehen, Mensch? Schweinerei. Oh, was? Er hat mich betäubt. Yay, fertig. Ich noch nicht, ich brauche noch ein bisschen. Und ich habe ein Level Up. Wie, du hast ein Level Up? Welches Level hast du jetzt? Jetzt Level 26, glaube ich. Oh. Wenn ich das richtig sehe, ja genau, Level 26. Ich bin in Bestform. Ich auch. Warum? Oh Gott, ich bin fast 27. Gerade eben warst du noch Level 25. Ja. Passiert? Was hast du getan? Nix. Ich bin unschuldig. Hä? Gib's zu. So, was haben wir denn hier? Was machen denn die Frösche hier? Wieso sind die halt tot und laufen an uns vorbei? Ach, guck mal, ich kann hier Sachen... Oh, cool. Hä? Wieso sind die so verwirrt? Wahrscheinlich haben sie gerade irgendjemanden gejagt. Ich kann mir was aussuchen. Ach so, da ist eine Schütz-die-Skrit-Quest. Oh. So. Einige Gegenstände wie die Essenz des Glück gewähren einen Bonus auf magisches Gespür. Dieses Attribut erhöht die Chancen jedes Charakters auf eurem Account Beute von hohem Wert bei besiegten Gegnern zu finden. Ja. Achso, ja, ist doch aber klar, hä? Liest du ruhig, wenn das nicht hier verrecken bin. Magisches Gespür ist jetzt sozusagen ein neues Attribut, was wir haben. MF oder was? Hm? Magic Find? Oder was ist das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon, dass man seltene Gegenstände finden kann. Ja, dann ist es das. Ansonsten gibt es hier ein Lapis-Nugget für Vitalität und Zähigkeit, Kraft und Wildheit und Heilung und Kraft. Ich nehme den. Ach, guck mal, die Quest ist zu uns gekommen. Praktisch. So. Was ist das? Ach, die wollen beschützt werden. Da müssen wir aber mitlaufen. Mhm, ich weiß, ich mache auch gerade mein Level fertig. Oh, jo. Heilung, Wildheit. Und ich gucke mir gleich an, was ich da für ein Schmuckstück bekommen habe und was man damit machen kann. Das ist wie so eine Rune, die kannst du in deine Waffe reintun. Im Edelsteinshop vorbeigeschaut, dort gibt es unter Aktion was umsonst. Ich glaube, es gab es nur eine Woche leider.